Lieben, heute gibt es ein persönliches Highlight von mir im Adventskalender. Ich liebe dieses Buch, obwohl es so süß, klein und zierlich ist, aber es hat mein Herz berührt und deswegen bin ich gespannt, wie ihr es finden werdet und wer von euch das Buch nach Hause geschickt bekommen darf. Dieser wilde Ozean, den wir Leben nennen, ist von Elisabeth Steinkelder, witziger Name, wie ich finde, geschrieben worden und schon 2018 im August im Belz und Gelbert Verlag erschienen. Es hat 236 Seiten und kostet als Kindle 11,99 Euro und als Taschenbuch 13,95 Euro. Leider gibt es zu diesem Buch keine Hörprobe, die ihr euch anhören könntet, weil es aus rechtlichen Gründen leider nicht geht. Trotzdem hoffe ich, dass ich euch mit dem Inhalt schon mal ein bisschen verraten kann, auf was ihr euch da einlassen könnt. Und wie gesagt, mein persönliches Highlight, weil es geht sehr viel um dieses Menschliche und ich mag es, wenn man in Büchern, wenn man es liest, so selber immer etwas von einem selber findet. Also selber ein bisschen nachdenkt oder ins Grübeln kommt oder einfach einige Eigenschaften an sich selber wiedererkennt. Und das hat das Buch auf jeden Fall bei mir geschafft. So, jetzt zum Inhalt. Kennt ihr das Gefühl, dass ihr irgendwie fremden Leuten viel schneller das Herz ausschüttet als irgendwie eurer besten Freundin? Weil dann habt ihr das gleiche Phänomen wie Simon und Antonia, die sich per Zufall getroffen haben und über Sachen und Dinge reden, die sie normalerweise mit normalen Leuten, die sie kennen, niemals reden würden. Die ganze Geschichte besteht nur aus 6 Tagen, in denen sie sich treffen und über Dinge reden. Das aus 2 Perspektiven geschrieben, wodurch man sehr viel von dem Charakter oder auch von der Gefühlswelt der Protagonisten erfährt. Es ist alles sehr melancholisch, gefühlsvoll, echt, aber irgendwie auch nicht depressiv. Es ist eher so der Inhalt von Teenagern, die noch nicht genau ihren Weg gefunden haben, den sie im Leben beschreiten wollen. Ich liebe, wie gesagt, solche Geschichten, die so ehrlich sind, so nah an der Realität, mit denen man mitfühlen kann, weil jeder schon mal in so einer Phase ist oder war. Und deswegen mein Fazit auch für Leute, die eben noch in dieser Findungsphase sind oder diese Findungsphase hinter sich haben. Mich berühren manchmal solche Geschichten mehr als so erfundene Welten oder sowas, weil ich dann immer noch mal ein Stück mich mit mir selber auseinandersetzen kann. Meine Frage an euch, die ihr bitte bis heute Abend 23.59 Uhr beantwortet, ist, habt ihr auch schon diese Findungsphase hinter euch? Seid ihr noch in der Findungsphase? Ich habe manchmal so das Gefühl, dass ich eigentlich immer dachte, ich hätte diese Findungsphase gehabt und das schon sehr, sehr früh, viel früher als alle anderen. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich wieder so ein bisschen vom Weg abkomme und vielleicht nochmal mich neu orientieren sollte. Vielleicht geht es euch auch so. Schreibt es unten in die Kommentare und dann verlose ich ein Buch an einen der Gewinner. Und bitte achtet darauf, dass ich euch dann auch in den Kommentaren anschreibe und nach eurer Adresse frage, damit ich auch weiß, wohin ich das Buch schicken muss. Also immer aufpassen. Und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Büchlein. Und bis dahin, tschüss!